Und willkommen auf Serigal und damit willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute geht es so ein bisschen darum, was meine Meinung zum Spiel gestern war. Und deswegen fangen wir auch jetzt mal an mit der Startaufstellung. Ich muss wirklich sagen, dass man auch die Systemumstellung eben noch gewagt hat, dass man sich auch ein bisschen auch an das Team und an das gegnerische Team angepasst hat. Finde ich wirklich gut. Das wünsche ich mir halt eben auch schon öfter. Und habe ich mir auch in der Vergangenheit öfter schon mal gewünscht. Und ich finde auch gut, dass Terzic dann eben auch die Eier hat, das Ganze dann eben auch zu akzeptieren, sich anzuschauen, was gibt der Kader her, was kann ich dann eben einstellen, beziehungsweise eben so ein bisschen optimieren, damit der Gegner halt eben wenig Spielraum hat. Man hat das Spielfeld eben so ein bisschen breiter gestaltet. Leider hat das so ein bisschen bei der Umsetzung ein bisschen gehapert, denn ich muss sagen, die Grundjustierung hat gepasst, aber gerade die Abstände zwischen der Abwehr und dem Mittelfeld, die waren spürbar groß und muss auch fairerweise sagen, dass man Paris im Prinzip eben auch die ganze Zeit eingeladen hat. Man stand defensiv natürlich ein bisschen sattelfester, aber man hatte es kaum geschafft, drei Pässe an den Mann zu bringen. Spätestens nach dem zweiten Pass war der Ball eben weg. Es gab sehr viele Unstimmigkeiten, sehr viele ungenaue Pässe, sehr viele Fehlpässe. Sehr oft konnte Paris einfach so schnell über die Abwehr durchrennen. Stand sehr oft frei. Ich glaube, auch bei dem Pfostenschuss von Vitinha gab es da erstmal eine Entscheidung, wo halt eben ein Spieler, ich weiß nicht mehr genau wer, leider einen Fehlpass gespielt hat. Also gerade auch die Zweikämpfe konnte man im Prinzip nicht komplett annehmen. Und ich muss auch sagen, dass nach dem Sabitzer aus, dass nachdem er ausgewechselt wurde nach der Verletzung, kam auch so ein bisschen Eigendynamik rein. Ich habe auch das Gefühl, dass man danach eben auch nicht mehr so sattelfest stand. Und ich fand es gut, dass man so auf ein 3-4-3 bzw. so ein 3-5-2 gestellt hat mit zwei schnellen Offensiven. Leider ist halt das Problem, dass Adeyemi nicht komplett fit ist. Malen ist ein bisschen zu limitiert in den 1 gegen 1 Situationen, aber es gab natürlich dann diesen einen Abschluss und ich muss sagen, man hatte auf jeden Fall viele Kontermöglichkeiten, man hat sie aber nicht mit der letzten Konsequenz zu Ende gespielt. Es war nicht das fehlende Selbstbewusstsein, also das Selbstbewusstsein war eben nicht da. Man hatte nicht das Gefühl, diese Gier in den Augen der Spieler, dass sie jetzt unbedingt eben mal, ich glaube, da war halt eben so die Angst, jetzt zu fallen, halt einfach größer als eben ein Tor zu erzielen. Und das zieht sich ja im Prinzip eben auch schon seit Jahren beim BVB, dass die Angst vor dem Versagen einfach größer ist als die Freude zu gewinnen. Und ich muss dann auch sagen, dass das Spiel nicht so diese Intensivität hatte. Es hat sich natürlich so vor dem Fernseher so ein bisschen angefühlt, weil es so ein Hin und Her war. Aber man muss halt auch fairerweise sagen, dass auch Paris nicht sattelfest stand. Man hatte auf jeden Fall einige Kontermöglichkeiten. Hätte man das, wie vorhin gesagt, mit der letzten Gier, mit der letzten Entschlossenheit, den Angriff zu Ende zu spielen, dann hätte man eben auch einen Treffer erzielen können. Und die zweite Halbzeit fängt natürlich dann eben auch spektakulär an, hat mich so ein bisschen auch an das Spiel gegen Chelsea erinnert. Generell das Spiel hat mich sehr stark an Chelsea erinnert. Das ist halt leider auch der typische BVB bei den Champions League Auswärtsspielen. Das ist nicht nur bei den Top-Mannschaften so, sondern das zieht sich halt eben auch seit den letzten Jahren halt auch gegen kleinere Mannschaften. Und man hat eben auch gemerkt, dass die Pariser auch ihren Umbruch haben. Sie sind noch nicht perfekt eingespielt. Sie kommen auch nicht aus einer guten Form. Das muss man auch fairerweise sagen. Und ich war wirklich sehr gespannt, wie man die zweite Halbzeit angeht. Dann kriegt man natürlich auch gegen sich direkt einen Elfmeter. Ich äußere mich dazu erstmal nicht. Nach den neuen Regeln ist das, glaube ich, regelkonform. Dann gibt es den Elfmeter. Aber wir wissen es ja auch alle in der Bundesliga. Ich glaube, am Wochenende gab es so eine ähnliche Situation. Die wurde nicht abgepfiffen, beziehungsweise da wurde nicht irgendwie auf Elfmeter entschieden. Aber das ist halt dann eben so, dass die UEFA natürlich auch eine andere Spielanlagung hat. Das heißt, die Schiedsrichter reagieren da alles. Aber ich muss auch wirklich sagen, man kann jetzt nicht die Schuld den Schiedsrichter geben. Natürlich gibt es da so ein, zwei Rängeleien zwischen Lucas Hernandez, meine ich natürlich, und Karim Adeyemi, wo er ihn zweimal, glaube ich, so ein bisschen ins Gesicht geschlagen hat. Aber der Schiedsrichter hat das natürlich nicht gesehen. Dem Schiedsrichter alles in die Schuhe zu schieben, ist auch nicht richtig. Aber man hat auf jeden Fall gemerkt, dass da ein bisschen auch für Paris gepfiffen hat, so ein bisschen leichte Vorteile hatten die Pariser eben auch. Und Kylian Mbappé tritt den Elfmeter natürlich sehr stark. Also der gibt es kaum einen Torhüter, der den Ball hält. Natürlich, wenn Kobel ein bisschen schneller da ist in der Ecke, aber der war so gut geschossen, den kann man eben auch nicht halten. Schön flach, präzise, mit einer schönen, viel Wucht, Effet auch. Und dann kannst du eben auch nichts machen. Und deswegen bin ich auch so ein bisschen enttäuscht, weil ich hätte gerne gesehen, wie der BVB im zweiten Durchgang agiert hätte. Leider ist man halt recht früh in Rückstand geraten und man hat ein bisschen aufgemacht. Und man hat auch eben gemerkt, man hat gesehen, dass die Pariser auch nicht so komplett fit waren. Man hat nämlich auch gesehen, dass sie auch ein bisschen platt wirkten, auch wenn es auch sehr früh in der Saison ist, was zum Teil eben auch
verständlich ist, aber so platt habe ich die Pariser eben lange nicht gesehen. Und man hatte dann eben so ein, zwei Möglichkeiten, wo man mit ein bisschen mehr Gier, mit mehr Elan natürlich hätte auch einen guten Konter fahren können. Leider hat man dann eben auch recht früh in dieser Phase, wo ich das Gefühl hatte, vielleicht geht da noch etwas, vielleicht sind die Jungs jetzt eben auch bereit, ein bisschen offensiver zu gehen. Leider eben auch das 2:0 kassiert durch Achraf Hakimi, wer denn eben auch sonst. Und danach war der Stecker gezogen. Natürlich hat der BVB, oder es wirkte dann eben so ein bisschen mehr, als hätte der BVB ein bisschen mehr Vorteile, ein bisschen mehr Ballbesitz. Aber das war halt eben nur optisch. Die Pariser haben sich komplett zurückgezogen, haben dem BVB den Ball hin überlassen. Und es gab dann so ein, zwei Situationen natürlich. Den Abschluss dann natürlich dann eben auch von Jamie Bynoe Gittens am Ende. Und vielleicht wäre es dann eben ein bisschen spannend geworden. Aber man hat eben auch gemerkt, es ist leider so das typische Spiel beim BVB, Champions League Auswärtsspiel, dass man sich so ein bisschen in die Hosen scheißt, wo man so das Gefühl hatte, die Jungs sind nicht bereit, den letzten Schritt zu gehen, die letzte Kontermöglichkeit eben zu Ende zu fahren. Aber das ist dann natürlich dann eben auch so ein bisschen der Form geschuldet. Und da spielen so viele Faktoren mit rein. Es ist ein schweres Auswärtsspiel. Die Pariser haben natürlich auch einen schweren Umbruch. Es sind sehr emotionale Fans, ein sehr emotionales Stadion. Und dann zieht sich das eben auch so, dass das Spiel, wahrscheinlich werden es viele als okay bewerten. Meiner Meinung nach hat man eben auch sehr stark gesehen, wie technisch schwach der BVB ist, wie limitiert man eben auch im Spielaufbau zum Teil eben ist, wenn bestimmte Spieler eben nicht mehr da sind, wenn bestimmte Spieler eben nicht ihre Form haben. Und mal schauen, ich bin schon sehr gespannt auf das Spiel gegen den VfL Wolfsburg, denn entgegen vieler Meinungen, auch wenn man natürlich in der Vergangenheit schon öfter gegen den VfL Wolfsburg zu Hause sehr hoch gewonnen hat, es wird ein schweres Spiel, die Wolfsburger sind eben nicht so schlecht und ich muss sagen, das Spiel habe ich komplett abgehakt gegen Paris. Jetzt geht die volle Konzentration jetzt eben auf Wolfsburg. Danach gibt es das. Boah, ich habe jetzt den Spielplan gar nicht im Kopf. Ich glaube, danach gibt es auf jeden Fall das Auswärtsspiel. Ich will nichts Falsches erzählen. Ich bin aktuell einfach so, ich fokussiere mich einfach nur auf Spiel zu Spiel und bin nicht darauf aus, was in 2, 3 Wochen ist. Aber in 2 Wochen ist natürlich dann eben auch das Champions League Heimspiel gegen den AC Milan. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie man das dann eben auch angeht. Und ich hätte mir auf jeden Fall ein bisschen mehr Risiko gewünscht gestern. Leider hat es dann eben auch nicht so geholfen und die Spieler waren eben dann eben auch nicht bereit, aber komplett abgehakt. Ich bin, wie gesagt, schon gespannt auf das Wolfsburg-Spiel. Ich hoffe, dass wir eine Reaktion sehen, aber ich bin da auf jeden Fall ein bisschen zwiegespalten. Also ich habe ein echt schlechtes Gefühl gegen den VfL Wolfsburg, aber das war's auch mit diesem Video. Ihr könnt natürlich auch gerne alles unter den Kommentaren schreiben, was eure Meinung zum Spiel gestern war. Wie seht ihr das Ganze? Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns spätestens am Sonntag wieder, wenn wir über das Spiel gegen den VfL Wolfsburg sprechen. Euer Driakos.